Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner und willkommen zum neuen Video hier aus Spanien, hier aus dem Gym. Wir sind gerade am Rack, was heißt wir? Johnny und ich. Ah, servus. Johnny, nicht Johnny, Ron sieht dem Ganzen zu oder auch nicht. Wir sind noch beim Aufwärmen, also Johnny, ja, zeig mal, 120 oder wie 120 Kilo bei dir aussehen. Der Rücken ist auf jeden Fall am Start. Yep. Das war auf jeden Fall mehr als easy. Das war super leicht. Ja. Das war überleicht. Ich werde das Ganze jetzt mal als Arbeitsgewicht nehmen und versuche meine 4x6 gut durchzusehen, aber ich habe beim Aufwärmen schon gemerkt, es hat sich gut angefühlt, also mal schauen, was heute geht. Übrigens, das genau gegenüber von mir, auch ein paar heiße Meter squatten, ist rein zufällig. Die waren sogar ein Squat weiter und wir haben sogar extra nicht vor sie gestellt, sind eins weitergegangen, aber sie sind dazugekommen. Ich sage nicht nein dazu, so eine kleine Motivation. Mal schauen, was jetzt mit 120 Kilo geht. Easy going, bro. Yeah, follow me, cause I'm the leader. Going in this microphone and coming out your speaker. How else am I gonna reach ya? Hip hop is a megaphone. When I was in the A, I got an F, so I headed home. Back to the loo, red bricks and cobblestones. I landed on the north side. This is my ozone. Oops, I made my ozone. It's in my chromosome. These Thundercats and whippersnappers playing my ozone. Shit, I'm like a OG. That's what they told me. Cause I've been putting records out back since 03. Black Mamba Kobe, you can't hold me. I got a single on some wax, it's cold, you know me. Yeah, follow me cause I'm the leader. Going in this microphone, coming out your speaker. How else am I gonna reach ya? Hip hop is a megaphone. When I was in the A, I got an F, so I had it home. This a real life documentary. Kinda scary, hard to believe, like Bloods on Stansberry. Shit, I'm just temporary, here for the moment. If you want it, then we own it. I can crush an opponent, verbally, mentally, and physically. I legitimately hold the top spot, lyrically, typically. See, I wouldn't even give you a chance, but you were standing on the wall like you wanted to dance. Come and tango, boy, you get mangled. Two-step, four squares, I got all the angles. Hopping in the jungle, grinding like lines and bangles. Al and I flow, cross them over, breaking them angles. You know that I ain't having that, this my natural habitat. Good with the green, got sacks like a quarterback. You can call it Mike Vick, hit you with a nice stick. Grab you like a choke hoe, can't breathe no most. Johnny, das hatte Johannes so aber nicht beigebracht. Digga, es gibt in Deutschland in nicht so vielen Fitnessstudios so eine geile Hackenschmiede hier. Schau mal, sie ist perfekt. Du kannst dich perfekt drauflehnen, ohne dass der Rücken irgendwie verkrümmt, ja. Du arbeitest nur aus den Beinen. Du kannst richtig tief runter. Du spürst die Quads. Schau mal. Läuft für dich. Also Johnny hat sich jetzt einfach mal dazu entschieden, nach den Quad, nach den Hamstring Sessions, nochmal nur für den Pump, warum auch immer. Also meiner Meinung nach ist es nicht sinnvoll, vor allem für mich. Ich würde es auf jeden Fall auf keinen Fall machen. Aber er ist halt so ein richtiger Oldschool-Pumper, der den Pump sucht. Wenn er eine neue Maschine sieht, muss er sie auch testen. Aber er bewegt jetzt weiter. Leider sind meine Beine wieder mal zu groß für die Maschinen. Die Adduktormaschinen sind nicht ganz so geil, weil meine Oberschenkel so lang sind. Das eigentlich stehe ich hier schon drüber, aber irgendwie geht es dann doch trotzdem. Und nur beim Anfang brauche ich irgendwie Hilfe. Ist übrigens schon auf die äußerste Stufe eingestellt, also die Range of Motion ist full. Okay, wir sind durch mit dem Beintraining. Back at the Villa und es ist noch mega, mega viel Essen von gestern da. Das heißt, ich mache mir jetzt einen schönen Salat, bisschen Tofu, bisschen Obst auf jeden Fall auch. Und was es noch gibt, habe ich gestern extra geordert. Zuerst ein kleines Eis. Da gibt es sogar Brokkoli, Alter. Sag euch, Magnum Mandel und Magnum Pistazie. Endlevel. Ich habe mir jetzt erstmal eine kleine Salatbowl zusammengemischt, bisschen Hummus, Krautsalat, normalen Salat, Radieschen, Tomaten, Tofu und danach gibt es dann noch ein bisschen Brokkoli und Reis und einen Proteinshake wahrscheinlich auch. Okay, zweite Portion, nochmal ein paar Carbs, das heißt Kohlenhydrate, Brokkoli jetzt nicht um die Carbs, aber zumindest Brot mit etwas Hummus. Hier haben wir nochmal Nudelsalat auch noch
bisschen Carbs, aber ordentlich Fett drin, also da ist wirklich viel Öl drin. Und hier nochmal 50 Gramm Proteinshake, das ist übrigens auch einer der neuen Shaker, mega mega fresh, könnt ihr natürlich gerne abchecken. Ich glaube, die Aktion läuft sogar immer noch, wenn das Video schon nach Freitag rausgekommen ist, dann nicht mehr. Aber sonst könnt ihr noch ab 30 Euro ein gratis Shaker abstauben, wenn ihr über meinen Link bestellt. Ich gehöre mir erstmal und dann wird Strong Trailer gedreht, ich freue mich richtig drauf. Der Dreh ist vorerst mal unterbrochen, ich gehöre mir jetzt wieder mal einen kleinen Snack. Proteine müssen rein, deshalb Rockalicious, eine Packung von diesem spanischen Topfen mit Smacktastic Kitty Schoko und dann vielleicht noch ein Juicy Whey oder noch ein Rocker Milkshake. Und noch ein bisschen Obst, damit ich zumindest noch ein paar Carbs reinbekomme. Dann können wir los zum Strand, denn da wird dann der Trailer weitergedreht. Und wir werden noch eine kleine Straßenumfrage drehen. Wird auf jeden Fall witzig. Also ich ziehe mich um, esse, dann sehen wir uns. Ready for the beach. Voilà. Está muy loca. Está muy loca. Sí. Mío grande rojo. Sí, está bien. Mío grande rojo. No, no, no. Sí, sí, grande rojo. Solo un poco. Sí. Wir befinden uns am Strand in Marbella. Johnny ist am Start. Flo ist am Start. Und wir suchen heute den geilsten Arsch auf Marbella. Ron sollte irgendwie auch irgendwo sein, aber ich glaube, er sucht schon die ganze Zeit nach. Hast du was? Meine Route ist ausgeschlagen. Mein Arschdetektor sagt genau in die Richtung. Okay. Und ja. Wer übernimmt? Da sind Männer dabei. Paul, du bist breiter, geh ran da jetzt. Okay, ja, da starten wir mal einfach Spanisch. Du kannst Spanisch. Ja, Mann. Ich beobachte von hier, ja? Aber Jungs, kommt mit, komm. Ich will nicht alleine hingehen. Ihr seid Beistand. Also Paul, guck mal, da drüben am Wasser, ja, da stehen ja drei Frauen und du hast ja gerade schon irgendwie analysiert, dass die eine die Mutter ist, ja? Ja. Nehme ich, du machst die anderen beiden fit, ja? Okay, ich versuch's. Okay, ich beobachte Bestes. Von hier, ja, damit ich, also genau von hier, damit ich das Ganze auch richtig visualisieren kann, weißt du? Auch was die Himmelsrichtung und den Windanschlag, weil dann kann ich auch richtig deuten, woran es gelegen haben könnte, okay, weißt du? Falls du abgewiesen wirst. Okay, ja, ich bin gespannt auf deine, was auch immer. Fachmännische Meinung. Genau. Dankeschön. Okay, Freunde, nicht nur das Ergebnis, ich wurde von allen abgewiesen, vielleicht bin ich auch einfach hässlich geworden, ich weiß es nicht. Oder unsere Gruppe ist zu penetrant, wir sind die typischen deutschen Touris, keine Ahnung. Usually we go to Venice Beach because they're a bit more, I think, fitter asses, you know, you need to do some squats and something like that. I have seen all the booties here and every booty was flat like nothing. It was like a piece of bread. I didn't like the view because it was not my thing, because I love to see booties with big round shapes and also some good, nice, you know, peach shape. And when they, you know, when they bend over, I love to view from behind, you know what I mean? Maybe you're going to see it in another video. Maybe. Zwischendurch ein bisschen im Wasser gewesen. Noch schön den Strong Trailer fertig gedreht, habe ich jetzt natürlich auch nicht gezeigt, weil das werdet ihr auf jeden Fall bald auf Insta wahrscheinlich bei Rocker sehen. Jetzt heißt es ein bisschen umziehen. Wir werden gleich essen gehen. Ich muss sagen, Hunger ist sogar schon ein bisschen am Start. Kalorien war heute auch noch nicht so hoch. An die 1,5, 1,6. Ich habe sogar heute alles ganz genau getrackt. Also ziemlich genau vom Mittagessen, das, was ich halt so konnte. Wasser habe ich natürlich auch immer mit dabei. Wisst Bescheid. Hydration ist key. Haben auch noch ein, zwei TikToks oder für Instagram noch ein paar Videos gemacht. Jetzt umziehen. Ich gönne mir gleich mein Polo, was ich beim Luxuseinkauf geholt habe. Und dann geht's essen, oder? Hast du dann Hunger? Ja, freilich. 1,5 komme ich alles. Kümmi, herfe. Der Johnny macht immer extra viel Kabel, damit er ordentlich reinhauen kann. Jetzt gibt's Essen. Und übrigens in Spanien ist derzeit fast überall Maskenpflicht. Außer in den Restaurants und am Strand. Also leider richtig crazy. Aber Spanien ist nun mal der Hochgipfel von Corona, kann man eigentlich so sagen. Aber jetzt erstmal schön was snacken. Freunde, ich dachte mir, ich gönne mir einen kleinen alkoholfreien Cocktail. Warum auch nicht? Ich hatte Bock auf diesen Saft. Das ist einfach Ananas, Orangensaft und glaube ich auch Cranberry, also richtig, richtig fresh. Dann schauen wir, was es gleich zum Essen gibt. Vier Stück. Vorspeise ist angerichtet, ein bisschen Avocado, ein bisschen Brokkoli, ein bisschen Tomaten. Ist natürlich kein einziges Stück Dressing drüber, also mega, mega gesund. Wenig Kalorien, obwohl ich viel offen habe, aber es soll auf jeden Fall passen. Als Hauptspeise gibt es eine fette Paella, bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Aber jetzt erstmal das reingönnen. Okay, Freunde, Hauptspeise, so groß wie ein Finger von mir. Aber immerhin vegetarischer Pay. Ich habe jetzt noch ein paar Kartoffeln dazu bestellt.
Es ist hart zu werden, davon mit Kalorien voll zu bekommen. Davon ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Auch Mark's Burger hat die Größe von 2 Fingernägeln. Also, wenn er den nicht reinbekommt, dann weiß ich auch nicht. Also, in den Portionsgrößen muss auf jeden Fall in Spanien gearbeitet werden. Neue Frisur ist am Start, Freunde. Ich habe einfach jetzt irgendwie durchgekämmt, bin jetzt wieder zu Hause angekommen vom Abendessen und muss sagen, ich bin echt satter geworden als gedacht. Also die Paella war relativ fettig, aber wie gesagt nicht viel. Also ich denke, das waren höchstens 100 Gramm Reis, ein bisschen Tomatensauce und Gemüse natürlich. Dann habe ich noch 2 Portionen Kartoffeln bestellt, also vielleicht insgesamt so 300 Gramm Kartoffeln. Waren auch ein bisschen fett gebraten, dann Brot auch noch dazu gegessen mit ein bisschen Öl. Also ich bin auf jeden Fall halbwegs wahrscheinlich an meine Kalorien gekommen, wahrscheinlich ein bisschen drunter, aber gestern habe ich eh komplett zu viel reingeballert. Das heißt auf jeden Fall nicht schlimm, wenn ich heute ein bisschen weniger gegessen habe. Macht auf jeden Fall nichts. Also ja, war wieder mal ein richtig geiler, produktiver Tag, viel geschafft, brav trainiert, fleißig gegessen, Gott sei Dank. Und hoffen wir, dass die Regeneration uns auch passt, deshalb werde ich demnächst auch schlafen gehen, es ist schon wieder 11:30. Irgendwie komme ich hier nie vor 1 Uhr ins Bett die letzten Tage, ich hoffe heute schaffe ich es, ich denke schon. Morgen steht dann wieder viel an, morgen buchen wir nämlich eine Yacht, bzw. sind auf einer Yacht, das wird auch nochmal richtig fett, dann am Abend wird nochmal der letzte Tag zusammen genossen und ich versuche heute etwas früher ins Bett zu gehen und halbwegs auszuschlafen, also wir müssen immer um 9 aus dem Haus draußen sein, ja, geht eigentlich eh relativ klar, wie gesagt, man muss halt nur früh genug schlafen gehen. Aber ja, deshalb werde ich mich jetzt aufmachen, ab ins Bett, es wird Zeit, die neue Frisur ist am Start, ihr könnt mal sagen, was ihr findet. Natürlich nicht. Aber ja, ich gehe pennen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video Like. Schreibt einen Kommentar. Abonniert nicht vergessen. Like nicht vergessen. Den Link in der Beschreibung abchecken, um mich zu supporten, um Rocker zu supporten, die diesen ganzen geilen Trip hier ermöglicht haben. Also auch an dieser Stelle nochmal danke. Ist einfach nur crazy, wie viel man zurückbekommt von unserem Sponsor. Die ganzen Jungs haben alle richtig geile Zeit hier, vor allem auch ich. Also macht einfach nur Spaß. Und das eigentlich jedes Jahr. Also es gibt fast jedes Jahr so eine Teamreise, was einfach nur crazy ist und auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Also dankbar sein, Leute. Ich bin euch auch dankbar für den Support, für alle Bestellungen, die über meinen Link gehen, die nicht über meinen Link gehen, für alle, die mich in der Story markieren, die mir täglich Fragen stellen. Also danke, Leute. Ein bisschen emotional geworden und so weiter, ihr kennt's. Aber ja, ich bin erstmal raus. Sag danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Peace.